Hallo Freunde der japanischen Kampfkunst. Heute mit einem kleinen Spezialvideo. Doch zuerst das Zitat. Schwallender Regen prasselt hart auf die Augen, die niemals nicht blinzeln. Ja, ein japanisches Todesgedicht. Und jetzt zum Spezial. Ihr seht schon Big Boon gegen Pillow Fass. Zusammen haben wir 3 Spiele gemacht. Ich konnte Pillow Fass netterweise hat er gesagt, ja, als ich ihn gefragt habe, wir können ruhig mal zusammen spielen und zusammen kommentieren. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum kommentiere ich das gerade alleine? Es war eigentlich so geplant, dass wir gegeneinander spielen. Und ich pausiere das nochmal ganz fix. Und beim Spiel gegeneinander das Ganze live kommentieren. Im Nachhinein dann noch eine kleine Auswertung auf unserem TeamSpeak-Server. Leider bin ich rausgegangen aus dem Spiel, habe einen blöden Fehler gemacht. Die Aufnahme war meinerseits futsch. Seine Aufnahme ist noch da, die gibt es übrigens auf seinem Kanal unten im Link. Also schaut euch das auch aus seiner Sicht an. Er hat da ein bisschen mehr Ahnung, so als Geheimtipp. Aber jetzt wird das Ganze nochmal nachkommentiert. Ich werde euch jetzt nicht viel mehr sagen, als ich im echten Spiel wusste. Ich hatte schon einen festen Plan, also ich habe da nicht im Nachhinein noch überlegt, ja, was könnte ich jetzt strategisch noch dazu schwafeln? Macht auch nichts, ne? Noch kurz was zu Pillow Fass seinem Kanal, er macht hauptsächlich Total War Videos, Ruß läuft bei ihm auch. Age of Empire 3 hat er sogar auch mal dabei gehabt, wie wir. Wir hatten davon allerdings nicht viele Videos. Und das Gefecht hier, wir haben mit meinen Bedingungen gespielt, sag ich mal. Also, das heißt so viel wie nur normale Ressourcen, also nicht ganz so viel Geld, bei Fall of the Samurai. Ja, also ich habe schöne Kanonen, ne? Und die Einheitengröße ist auch auf normal. Also alles so, wie ich das auch so im Ranglistenspiel habe. Und jetzt geht's los. Also die Karte ist Reisfelder. Ist eigentlich relativ flach, ohne spezielle Gebäude. Meine Armee ist recht infanteriebasiert. Ich habe auf der Seite Yariki gehabt, da drüben habe ich auch Yariki. Das sind im Prinzip Kavalleristen mit einer Stärke gegen Kavallerie und auch im Ansturm gegen Infanterie nicht zu verachten. Nun wollte ich meinen Truppen erstmal leicht vorrücken lassen. Ihr seht hier die gerade Linie. Im Hintergrund habe ich dann meinen Nahkämpfer gehalten. Meine Infanterie bestand aus schwarzen Bären. Sieht man hier überall. Auch Fanatics Bären, meine Spezialeinheit, ist dabei. An der Stelle nochmal an ihn schönen Gruß, falls er das hier sehen sollte. Ja. Die Armee von Pillow Fass war richtig schön durchgemischt. Schildkröte, schwarzer Bär, kaiserliche Garde, Infanterie. Also kann man fast sagen, hier, dass das sind die billigsten. Dann geht es nach rechts hin und wird es immer besser. Auch dahinter hat er Speerträger, sein Generalstrupp. Etwas mehr Reiterei. Und, was ganz interessant war, eine Schnellfeuerkanone nach. Wie hieß die gleich? Das ist jetzt auch peinlich. Eine Gatling-Kanone. Also sozusagen das MG der japanischen Neuzeit, ne? Das ist auch der Grund, warum er jetzt gleich unbedingt meine Kanone hier ausschalten will. Das ist nämlich auch, also seine Kavalleriebewegung hier ist sehr mutig. Die soll auch auf die Kanonen zielen. Ich möchte ihn natürlich so lange wie möglich halten, ne? Um damit seinen Truppen auf die Entfernung zu dezimieren. Das ist der Plan. Deswegen ziehe ich auch die schwarze Schildkröte hier rüber. Habe allerdings da einen kleinen Aufstellungsfehler. Man sieht schon, ich bewege mich da ein bisschen langsam. Die Kanonen kommen auch nicht mehr sinnvoll zum Feuern. Ich niede ein paar von ihm um. Die kommen gleich zurück zu. Aber hier kriege ich die Linie nicht schnell genug aufgebaut. Ich gehe jetzt auch mal ins Detail. Da brechen sie hinein, reißen meine Truppen nieder. Im Hintergrund stürmen meine Yari rein. Den Kampf an sich habe ich gewonnen. Hier allerdings kam er nah genug ran. Und dezimiert ja gerade meine Kanoniere. Beim Rest der Front steht noch alles still. Ich ziehe noch Speerträger mit in den Nahkampf. Seine erste Kavallerie flieht. Die zweite auch. Der Angriff war sehr verlustreich für ihn. Ich habe allerdings meine Kanonenbesatzung verloren. Hier, jetzt stehen sie da alleine rum. Damit hat er sein Ziel erreicht. Wenn auch mit hohen Verlusten. Ich formiere mich jetzt gleich wieder neu, nachdem ich ja noch ein bisschen unkoordiniert hinterher renne. Ich muss auch sagen, spielt das Spiel tatsächlich erst seit 5 Tagen.
Also mittlerweile, das ist ein Tag nach dem Video, sollten 6 sein. Das sieht man wahrscheinlich auch an der heldenhaften Aktion hier gerade. Also das ist erstmal, da wird erstmal gezeigt, dass hier Hoster Taubes Elite, so heißen die Truppen. Grüße dabei an meinen Mitkommentator bei Company of Heroes. Dass der, den man hier zeigen wollte, wer hier der Boss ist, den schwarzen Bären. Ja. Er bewegt seine Armee jetzt näher ran. Ganz vorne seine Gatling-Gewehre. Haben richtig viel Munition, allerdings nicht so viel, wie er erhofft hatte. Damit will er im Prinzip erstmal ein bisschen meinen Truppen anschießen. Ich bin ja ein relativ defensiver Spieler, muss ich sagen. Trotz all dem habe ich Reiterei über die linke Seite hier lang gezogen, auf der rechten Seite auch stationiert, um dann eventuell mal eine Schwachstelle in seinen Linien auszumachen. Er stellt diesen Truppen Yari-Ki entgegen, also die gleiche Einheit, mit weniger Veteran-Leveln als meine, die hier auf der Seite steht. Deswegen bin ich ja eigentlich einen Tick überlegen. Trotzdem sollte man den Angriff nicht riskieren. Auf der Seite steht witzigerweise mein Reiter nicht sonderlich viel gegenüber. Das sind Nahkampftruppen. Hier haben wir die schwarze Schildkröte. Sein General wäre eine Möglichkeit gewesen, hat er allerdings jetzt noch nicht gemacht. Der verfügt über Pistolen. Die Packelgewehre, die Gatling-Gewehre hier, schießen richtig schön da rein. Auf die Distanz allerdings, ja. Ihr seht es bestimmt selber und hört die Schüsse pfeifen. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ja, das Ding kostet ein halbes Vermögen, die Kanone. Oh, jetzt ja erstmal noch zum spektakulären Kavallerieansturm. Hätte ich fast vergessen. Da habe ich im Prinzip die Lücke gesehen. Wollte mal schauen, ob ich da vielleicht seinem Trupp ordentlich Verluste zufügen konnte. Ich habe insgesamt 3 Mann verloren bei dem Ansturm. Ja, ein bisschen mehr, ja. Letztendlich war der Angriff jetzt, naja, für beide Seiten nicht sonderlich sinnvoll. Ich wollte nur mal zeigen, dass ich noch da bin, ne? Na, was wir jetzt hier sehen. Die Kanonen feuern immer noch fleißig. Allerdings, und das war auch der Plan, habe ich die hier auf den Weg gestellt. Das heißt also, wenn man jetzt hier mal so die Schräge sich ansieht, jetzt sieht man sie, glaube ich, ganz gut. Jetzt blendet mich die Sonne. Da schießen die Kanonen im Prinzip darüber. Das schauen wir uns auch nochmal aus einem anderen Winkel an. Das war ein entscheidendes Element der eher defensiven Schlacht von mir. Da hinten sieht man meine Truppen nicht sonderlich gut. Die sind ja richtig schön versteckt. Die Truppen hier im Wald getarnt. Also die kann er nicht sehen. Und ich verteile die jetzt auch alle hier absichtlich auf der Straße, weil die etwas tiefer gelegt ist, ne? Also alle sind hier hinter dem Hang ein bisschen versteckt. Einen Ansturm hätte ich definitiv verloren. Man sieht hier oben übrigens auch die Verteilung. Und er probiert halt die Kanone gerade so gut wie möglich zu positionieren, um meinen Truppen zu treffen. Ich will jetzt mal noch nicht vorweggreifen, wie das klappt. Was er machen könnte, wäre die hier irgendwie auf den Weg so zu, oder hierher zu stellen. Ja, das ist eigentlich ein recht guter Winkel, dass er da in den Weg hineinschießt, genau dorthin. Aber ich sag mal so, letztendlich die Kanone auf die Distanz ist nicht sonderlich zielgenau, so oder so nicht. Meine Yari-Ki sind immer noch an den Seiten positioniert. Und jetzt schauen wir uns hier mal die nächste Salve an. Ich habe übrigens vor, mir eine neue Grafikkarte zu holen. Ich habe mal mit Pillowfass gesprochen. Er hat eine Nvidia 570 oder war es 670, glaube ich sogar, für richtig viel Geld gekauft. Sagt, damit läuft das hier richtig gut. So viel Kohle habe ich leider nicht. Schön wär's. Und deswegen wird es bei mir jetzt wahrscheinlich nur eine 7870, also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Da soll dann auch COH2 ganz gut laufen. Die Truppen hat er hier gerade recht gut dezimieren können. Die stehen auch recht ungünstig. Die sind noch nicht so auf dem Weg. Das merke ich aber recht schnell. Und gleich ziehe ich die auch nach unten. Also ihr seht, da sind bestimmt jetzt schon 7 Leute umgekippt, die jetzt hier auf dem Schlachtfeld rumliegen. Und wenn sie jetzt hier stehen, nehmen sie schon mal deutlich weniger Verluste. Ja, meine Stellung relativ offen. Ich habe mir auch mehrfach gedacht, das muss man bei so einem Spiel machen. Was kann der Gegner jetzt tun?
Schauen wir uns die Sichter mal aus Pillowfass seiner Seite an. Ja, er hat Pakelgewehre. Verdammt stark gegen meine Infanterie. Moralschwächend ohne Ende. Meine Stellung ist überall sehr schwach. Ich verfüge über keinerlei Kanonen. Seine Infanterie ist meiner nicht überlegen, sondern ist gleichrangig mit meiner. Hier drüben, ja, die Garde. Eine recht mächtige Infanterieeinheit. Was kann er also machen? Da habe ich mir schon vorher überlegt, wenn er jetzt hier die Seite beispielsweise angreifen würde, die meinen rechten Flügel also, ui, da würde er mich damit zwingen, dass ich meine Truppen hier verstärke, weil die sind ja verdammt schwach. Wenn er dort also seine Hauptarmee hinbewegen würde, sieht es schlecht aus. Weil dann müsste ich meinen Truppen von hier, die hier drüben recht lang verteilt sind, also hier auf einen riesen Bereich habe ich hier meine Infanterie stehen, die müsste ich rüberziehen zur Verstärkung. Und dann müssten die weg von der Straße übers offene Feld. Und dann könnt ihr, wenn die Pakelgewehre dort stehen, die Leute wunderbar wegmähen. So einfach auf die Entfernung rumplänkeln und die wie normale Kanonen verwenden, ist eine schlechte Idee. Das weiß witzigerweise schon ich. Also, ich muss auch sagen, ich interessiere mich relativ, also für die Zeit nicht unbedingt, aber für Empire habe ich mich ziemlich doll interessiert und auch für Napoleon, wobei ich das jetzt erst seit kurzem habe. Auch weil ich so ein bisschen Napoleon-Fan bin, kann ich sagen. Ja. Ich habe auch ein paar Bücher gelesen. Auch so ein paar grundlegende Strategien von ihm gelernt. Die sind zwar größtenteils hier in dem Spiel einfach nicht möglich. Die beruhte in der Regel darauf, einen Gegner vorne zu binden. Also was weiß ich, dass ich meinen Truppen jetzt hier entgegenstelle, seine Infanterie damit fessel, dann noch einen Flankenangriff vortäusche und mache noch die Truppen dahinter zu fesseln, also seine Versorgung, dass er die noch mit ranzieht und dann auch mit Kavallerie drumherum gehe und seinen Nachschub abschneide. Solche Sachen waren es meistens irgendwas. Es gab ja viel mehr Faktoren im echten Kampf, als es nun hier der Fall ist, logischerweise. Ne? Da kam ja noch Nachschub, da wäre ja noch Nachschub über die Straßen hier gekommen. Andere Generäle von den anderen Seiten und alles, da ist das ja alles relativ einfach gehalten. Wobei ich auch sagen muss, erst durch Napoleon kam es dann wirklich so weit, dass der Nachschub, die Aufteilung der Armeen in einzelne Teilgruppen, dass der begonnen hat. Das hat Napoleon eingeführt. Dadurch waren seine Armeen auch total mobil. Also er hat die Kriegsführung revolutioniert. Man kann sagen, wenn man es weiterspinnt, vorher hatten ja alle immer die wirklich als Einheit geführt, als eine Armee und die auch so bewegt. Napoleon hat die gesplittet. Das wurde auch im Ersten Weltkrieg nicht besonders gemacht, im Zweiten Weltkrieg allerdings umso mehr. Also da gibt es tatsächlich Parallelen, ob man es glaubt oder nicht. Natürlich könnte man das Szenario des Zweiten Weltkriegs nicht hier in so starren Linien behandeln. Ist, glaube ich, für jeden Fall nicht nachvollziehbar. Er bewegt sich hier näher ran. Baut die Kanone jetzt nochmal auf, ein weiterer verzweifelter Versuch. Ihr seht hier oben übrigens auch die Leiste der verbleibenden eigenen Einheiten. Warum ging die so weit hoch? Ganz einfach aus dem Grund, das habe ich auch gesehen, die Munition war alle. Die feuern jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr. Da hat er mir dann schon GG geschrieben, er hat es als seine Niederlage betrachtet. Aber das Verhältnis lässt noch vieles zu, wenn man betrachtet, dass ich so ein Anfänger bin. Ich sehe das und schicke hier meinen Truppen lang. Die Maschinen jetzt über die Reisfelder. Die Reisfelder bieten etwas mehr Deckung. Ist eine nette Sache. Ich habe das aber jetzt nicht so doll eingesetzt. Sollte ich beim nächsten Mal etwas mehr machen. Auch alles recht schön modelliert. Ich kann leider noch nicht auf höchster Grafikstufe spielen. Macht nichts. Ist trotzdem ein feines Ding. Ja, die Linien habe ich hier rumbewegt, um erstmal eine Bedrohung von hier zu stellen. Bedeutet also, falls er jetzt hier frontal in meine Stellung reinrasen will mit seinen Truppen, würde ich ihm hier im rechten Flügel liegen. Also denkt jetzt nicht, dass ich blöd bin, nochmal kurz einen Strategiekurs für Anfänger, einen Exkurs. Wenn das jetzt seine Armee ist, ist der rechte Flügel das hier drüben. Das ist sein Flügel, ja, die vier Truppen da. Das hier wäre sein linker Flügel, würde im Moment nur aus der Reiterei bestehen. Das Zentrum wäre dann das hier vorne.
Genauso wären die beiden Truppen von mir mein linker Flügel, würde ich mal sagen. Ja, weil die von mir aus gesehen links stehen. Ja, schon wieder viel zu viel Zeug, was ich hier labere. Aber ich muss auch ehrlich sein, der Live-Schlacht, da habe ich ein bisschen mehr Überlegungen so mit reingebracht. Hier ist das leider schwer, weil ich weiß ja, wie es ausgeht. Da habe ich auch meinen Truppen noch gelenkt, habe ich nicht ganz so viel gequatscht. Jetzt stellt er mir hier seine beiden Truppen entgegen. Das sind zum einen die Schildkröte-Truppen und die... das sind nur Schildkröten, sag ich mal. Rein theoretisch sind die meinen relativ starken roten Bären unterlegen. Da ist hier noch die Kavallerie mit Fernwaffen. Vor der hatte ich relativ viel Angst. Hätte die meine Reiterei angegriffen, wäre es blöd gewesen. Würde die jetzt angreifen, würde es blöd enden. Ich ziehe dann direkt auch noch den Trupp hier mit rüber. Hier hinten wage ich einen Vorstoß. Wagte hier auch einen Kavallerieansturm in die Seite rein. Allerdings habe ich ein paar überrennen können. Ja, aber ihr hört es gerade, es hat nicht viel gebracht. Das war ein relativ doller Verlust. Ja, da ist noch viel drauf gegangen. Aber widmen wir uns dem Feuergefecht hier drüben wieder. Rauch über dem Schlachtfeld. Tote auf dem Felde. Ja, die drei Truppen wandern hier nach vorne. Jetzt muss ich auch hier agieren. Jetzt muss ich auch hier nach vorne. Aus dem einfachen Grund, weil ich ihn hier binden muss. Würde er jetzt nämlich seine Armee hier drüben zu sehr verstärken, würde ich die Flanke verlieren. Den Flügel verlieren. Der Flügel darf nicht zusammenbrechen, weil der relativ schwach besetzt ist. Da ziehe ich die ran, um ihm jetzt hier in die Seite zu schießen, auch etwas in die Deckung des Reisfeldes. Allerdings habe ich da die Kavallerie blöderweise, da habe ich zu spät reagiert. Ich dachte auch, die feuern erst noch eine Salve. Aber es war jetzt ein relativ blödes Manöver. Zum Glück konnte ich meinen General ranziehen, der auch gute Fähigkeiten im Fernkampf besitzt mit seinen kleinen Pistolen. Ich gehe mal jetzt ein bisschen raus. Hier rennen gerade meine Katanas ran und probieren die Kanone zu dezimieren. Ein relativ großer Fehler, wie ich finde, weil die hätte ihm gar nichts mehr gebracht. Ja, meine Männer fliehen teilweise schon. Es war nochmal recht verlustreich. Die sind auch schon kurz vorm Fliehen. Die schwarzen Bären sind auch schon halb tot. Aber Horst der Taubes Elite hier, die Männer in Schwarz mit roten Büscheln auf dem Kopf, die tun sich gut und schießen ja seine schwarze Schildkröte zusammen. Nicht die Truppen mit bester Moral. Er merkt das, dass die Seite nicht gut läuft, probiert sich hier wahrscheinlich auf die etwas mehr zu konzentrieren. Das sind allerdings Fanatics-Bären, die hier noch recht gut stehen, trotz 40 Mann, aber nicht mehr lange durchhalten. Einen heftigen Nahkampf liefern wir uns hier. Da rennen meine Katanas zurück. Also die habe ich extra zurückbewegt, weil ihre Moral schlecht war. Und mit dem General dann nochmal wollte ich seinen Radius ausnutzen. Ne? Und ihn hier nochmal ordentlich Fernkampfschaden zusetzen. Sein kompletter rechter Flügel, also hier, was alles hier stand, ist zusammengebrochen. Also konnte ich ihn jetzt in den Kessel ziehen. Hab mich hier, glaube ich, auch ganz gut angestellt, indem ich meinen Truppen immer wieder zurückbewegt habe. Jetzt flohen leider die Katanas. Hier hinten habe ich einen anderen Trupp. Herbahn-Sperrträger. Habe ich so lange versteckt gehalten. Die rennen ihm jetzt in den Rücken. Also da nehme ich ihnen die Zange. Da kommt Druck von hier hinten, von da vorne, die Schusswaffen. An der Stelle war ich eigentlich relativ überlegen, würde ich sagen. Meine Reiterei schafft sogar noch einen Angriff von der Seite. Reißen wir ihm auch viele um. Die Moral schwächt das relativ doll. Hier steht aber noch seine kaiserliche Garde. Und die ist echt nicht ohne. Der rennt... Die wird jetzt aber von den Herbahn-Sperrträgern ein bisschen aufs Korn genommen. Also nicht aufs Korn genommen, sondern auf den Sperr genommen, könnte man sagen. Und die mähen natürlich auch die Garde recht schnell weg. Sieht man ja ziemlich gut. Da habe ich ihn stark geschwächt. An der Stelle hätte ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Feuer auf die Garde konzentrieren sollen. Hier habe ich drei Truppen. Da auch der General dabei. Jetzt habe ich allerdings einen blöden Fehler gemacht, dass die hier auf die fliehenden Einheiten vom Gegner schießen und dabei den General dahinter erwischen. Ja, und dann flieht mein General, ne? So leicht kann es gehen. So ein tolles Manöver. Da schießen die auf die zurückziehenden Einheiten, treffen dabei einen General, der dahinter steht und der flieht. Jetzt war es nochmal knapp. Jetzt fliehen natürlich auch die ganze Moral brach zusammen. Und jetzt hätte er sogar noch gewinnen können. Witzig, die ganze Sache. Ja, hier dezimiere ich seine schwarzen Bären noch ein bisschen. Der Hauptfeind ist jetzt nicht mehr der schwarze Bär oder die Kanone dort. Meine Truppen übrigens beide kurz vor der Flucht. Also der eine hier... Horst der Taubes Elite schlägt sich gut. Also die haben sich schon durch viele Kämpfe immer richtig als die Top-Einheiten hervorgetan. Und jetzt fliehen schon seine schwarzen Bären. Jetzt stehen eigentlich nur noch die Pferde hier, die kein Gegner sind.
und diese Gardisten meiner Armee gegenüber und ach, ich sag euch, die Stimme wird schon wieder ganz rau. Das hat mich jetzt nochmal ins Schwitzen gebracht, weil die haben eine Moral, das glaubt ihr gar nicht. Sein General ist allerdings auch schon weggeflohen. Von daher zog ich mich jetzt nochmal hier aufs Feld zurück, um da noch die Zusatzdeckung zu genießen, ne? Um dir noch kurz Zeit zu geben. Haben sie sich jetzt positioniert, laden nach, manche schießen schon. Und ich bin halt wirklich gerannt, also der Fehler war jetzt auch auf die Gatling-Kanonen zu schießen. Ich bin jetzt wirklich nach hinten gerannt, um dir nochmal die Zeit zum Nachladen zu geben. Ich habe die rein vom Veteranen-Level auch auf das Nachladen relativ, also das habe ich verstärkt. Seht ihr auch dort unten rechts. Also die laden super schnell nach. Da kommen seine Gardisten. Ich ziehe die nochmal zurück. Eben, um mir noch ein bisschen mehr Zeit zu schenken, sage ich mal. Um mir noch ein bisschen mehr Zeit zu erkaufen. Entscheide mich dann doch noch für ein Feuer. Ich stand eher als er, deswegen kippen hier schon ordentlich viele Truppen um. Er flieht. Seine Gardisten sind weg. Die Kanone, die hat sowieso keine Munition mehr. Und die Leute hier haben ihre Waffe auch nicht aus der Hand gegeben. Die spazieren jetzt damit nochmal vom Schlachtfeld. Die letzte Salve und das war ein teurer Sieg. Ihr habt gesiegt, doch zu welchem Preis? Viele haben euren Sieg mit ihrem Leben erkauft. Ja, ein teurer Sieg. Genauso kann man sagen. Also ich glaube, als seine Gatling-Kanone langsam da out of ammo war, also keine Munition mehr zur Verfügung hatte, sah es recht schlecht aus, ne? Der Kavalleriesturm am Anfang hat meine Kanone zerstört, seiner Gatling-Kanone das Leben gerettet und die hat dann den Tod der eigenen Kavallerie nicht wieder erkaufen können, weil meine Truppen so schön in der Straße drinne standen. Und der hat aber auch kein so tolles Manöver gemacht. Also die Idee mit einem starken Angriff auf einer meiner Seiten, die fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe im Nachhinein dann, seht ihr übrigens beim Interview, was bei seiner Version noch dabei ist, also schaut dort unbedingt rein. Da ist am Ende noch ein Teamspeak-Interview. Also da quatschen wir nochmal kurz zusammen übers Spiel. Da sagt er auch sein Teil, das ist ganz cool. Da hat er mir gesagt, greife ich schon mal vorweg, er dachte, ich hätte im Wald nochmal viel mehr Truppen stehen. Und er hatte Angst vor einem Angriff über den Wald. Ist natürlich richtig. Ich weiß nicht, da hätte er vielleicht auch hier, da drüben, auf der Seite, die relativ schwach besetzt war, nochmal einen Angriff wagen können mit viel Infanterie. Dann müsste ich die, die ich vielleicht im Wald hätte, rausziehen. Und die hätten dann von der Gatling-Kanone weggemäht werden können. Also ich glaube, das wäre genau die Variante gewesen. Das, was er hätte machen können. Und damit war ich eigentlich recht überrascht, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die Legende, sage ich mal, General Philophas, ne? Ich spreche es jetzt mal Englisch aus, zu besiegen. Ich war auch richtig froh. War wenigstens ein Sieg an dem Tag für mich. Wir haben insgesamt 3 Gefechte gemacht. Das erste 1-gegen-1 war mit hohen Ressourcen und allem. Damit habe ich noch nie vorher gespielt, muss ich sagen. Das waren auch viel zu viele Einheiten für mich. Da war ich prompt ein bisschen überfordert. Da habe ich auch haushoch verloren. Das zweite Spiel war ein 2-gegen-2. Da hat er eigentlich richtig gut gekämpft, Philophas. Ich habe es verkackt und deswegen haben wir dann gegen die Gegner verloren, weil meine Seite zusammenbrach. Das haben wir nicht kommentiert. Leider. Also leider, wir waren beide ein bisschen überfordert. Und ja, zu guter Letzt kann ich nur noch sagen, das Spiel habe ich hier noch gewonnen. Freut mich, da war es nicht ganz so eintönig. Ah ja, sogar richtig, die Schriftzeichen kann man lesen. Ja, wie dem auch sei, die Verwundeten werden jetzt auch versammelt und damit bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Philophas vorbei, unten gleich als Erste, was in Videokommentaren in der Videobeschreibung steht. So rum, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Grüße aus unserem geliebten Japan mit unseren europäisch angehauchten Nationen mittlerweile. Also kurz gesagt, Fall of the Samurai, macht's gut, bis zum nächsten Mal.